Ich liebe dich überhaupt nicht. Ich liebe dich überhaupt nicht. Hat das noch geschafft, dich zu küssen, bevor du aufgewacht bist? Das wüsstest du wohl, was besser finde. Du armer Kerl, musst du mal arbeiten. Hey, was habe ich denn gesagt? Falls es dich beruhigt. Ich habe den Job nicht abgelehnt, weil ich mich zu fein für die Arbeit fühle. Ich habe mich... Falls es dich beruhigt. Falls es dich beruhigt, ich habe den Job nicht abgelehnt, weil ich mich zu fein für die Arbeit fühle. Ich habe mich ein bisschen über Dexter Cosmetics hin. Falls es dich beruhigt, ich habe den Job nicht abgelehnt, weil ich mich zu fein für die Arbeit fühle. Ich habe mich über Dexter Cosmetics informiert. Das war's. Genieß den schönen Abend. Ich regel das. Das können wir rausschneiden, oder? Magst du? Oh. Das nächste Mal esse ich es gern. Wo ist Bonnie, das Fahrrad? Was haben Sie denn jetzt vor? Ich werde Klarheit schaffen. Ich, der Stadtbekannte. Stadtbekannte ist, wir sind ja auf dem Dorf. Ich, der Stadtbekannte, schwule Arzt. Sie hätten einen Zufall bekommen. Du hättest ihn vielleicht zu seinen Eltern bringen müssen. Ach, natürlich, klar. Ich, der Stadtbekannte, schwule Stadtarzt. Ich denke, du küsst mich erst. Nein, dann sagst du ja gleich, es ist ja kein Abschied für immer. Wenn du mich küssen willst. Ja? Aber da, du hast mich ja nicht geküsst. Robert, ich will nicht mit Felix darüber reden und ich will auch nicht, dass du mit Victoria darüber sprichst. Miriam, wir gehören zusammen. Psst. Wir müssen aufhören, uns und den anderen etwas vorzumachen. Sag mal! Scheiße. Kommen Sie darauf, das war eine rein berufliche Auseinandersetzung. Ah, die führen Sie neuerdings im Waschraum. Ja, dann können Sie mir das Direktionszimmer ja in Zukunft komplett überlassen. Ich weiß nicht, was habe ich denn gesagt? Dann können Sie mir das Erektionszimmer ja in Zukunft komplett überlassen. Das ist doch nicht mein Problem, wenn Saalfeld über sein eigenes krummes Ding stolpert. Kann ich was dafür, wenn Saalfeld über sein eigenes krummes Ding stürzt? Wir haben keine Zeit für Spaß, hör auf. Verdammt, sie hat ziemlich viel mitgemacht. Ja, ich weiß, es ist alles so schrecklich. Sie ist in einer ziemlich schwierigen Operation. Marc, was? Situation. Hast du meine Hütte in Ruhe? Werner? Ich glaube, mein Vater hat Besseres vor, als auf dich zu warten. Dein freches Maul, das wird... Ups, ja, das war jetzt ein bisschen... Ja, was denkst du denn? Ich bin Priester, ich steh so. Vielleicht war alles ein bisschen überstürzt. Was aber nicht heißt, dass du mir viel bedeutest. Das ist Erpressung. Dann. Ich wusste gar nicht, dass du so gut zu Vögeln bist. Nicht nur zu Vögeln. Dafür braucht's einen griffigen Slogan. Werner Saalfeld. Hab ich gewusst! Wie heißt das denn? Dabei hab ich gemerkt, dass ich dich... Wie toll. Also ja? Ich scheiße auf Meldegaben und von Ihnen erst recht. Schatzi! Was das denn? Kommt nicht mehr durch mit Scheiße. Ach du Scheiße. Alfons, ich weiß jetzt schon, dass mir der nächste Satz nicht einfällt.
Du hast an mir gezweifelt. Gezweifelt. Mir ist sowieso vollkommen unklar, was für eine Textzeile jetzt kommen soll. Ah, ich verstehe. Dann gehen wir nochmal auf Anfang. Ja. Alfred! Ah, ich hab das draußen gefunden. Wo sollte das hin? Wo soll das hin? Ach, Alexander, bringen Sie in meine Wohnung. Ja, okay. Ich lenke. Heinemann, du kannst auch gar nichts, ey. Haben Sie eine Frau gesehen? Brünett? Hm. Nein!